Hallo, mein Name ist Thies Ullmann und das ist What's Your Flow mit mir. Du wartest auf die Liebe und ich auf das nächste Bier. Der Platz am Tresen neben mir bleibt heute leider leer. Eine gute. Der allererste Song, den ich jemals vor Publikum gespielt habe, war eine Coverversion von Deep Purple's Smoke on the Water. Und wir konnten damals noch nicht viel und deswegen haben wir nur das Riff gespielt. Was hoffentlich jeder von euch kennt. Gott, ihr seid so jung. Dun, 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 dun. Man konnte damals die Texte nicht auswendig, man konnte auch nicht nachgucken. Wir haben einfach zu dritt geschrien auf der Bühne Smoke on the Water and Fire in the Sky, das viermal hintereinander. Und dann haben wir wieder das Riff gespielt. Und danach gab es Applaus. Wenig, aber ein bisschen. Girls Just Wanna Have Fun von Cyndi Lauper. Ich glaube, das würde die Gegner relativ stark verstören. XOXO von Casper und mir. Nein, High Hopes von Pink Floyd. Das ist der Song. The grass was green. Also ich meine, aber machen ja auch nicht mal eine Reunion für $1 Milliarde. Also ich meine, wie viel Punk kann man sein? Das finde ich geil. Aber stell dir mal vor, die würden mich so gut finden und dann von wegen so, hey, we like this guy from Germany, this. Aber so ein Aber sprechen Ostdeutsch auf Englisch? Nein, ich wollte möglichst viele Ös einbringen. Diese Magie, mit der ABBA ihre Platten gemacht haben, da irgendwo rumstehen zu dürfen und zuzugucken, wie die so einen Song wie Gimme, Gimme, Gimme geschrieben haben, das muss unfassbar sein. Ist man alleine beim Bier? Ist man mit mehreren Leuten zusammen beim Bier? Hat man gute Laune? Hat man schlechte Laune? Zum Beispiel der perfekte Song, um mit vier Leuten zusammen Bier zu trinken, ist Zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf. Nur zur Musik, die auf dem Oktoberfest läuft. Dazu sollte man kein Bier trinken. Die Lachse, die